Also verbringen wir noch eine gemütliche Stunde am Pool des Hotels. Um 18 Uhr treffen wir dann Nui wieder und wir machen uns gemeinsam auf den Weg zum Utopia Tower, wo abends eine unglaubliche Aussicht über Yangon zu bewundern ist. Und so nebenbei gibt es dort ausgezeichnetes Essen. Im gegenüberliegenden Chatrium Hotel findet eine Feier statt, im Freien. Der Anlass ist uns unbekannt. Jedenfalls ist für musikalische Untermalung gesorgt. Nue hat ihre Fotoausrüstung mitgebracht, Kamera plus Stativ, und widmet sich nun stundenlang ihrem Hobby. Wir profitieren allerdings auch davon, nämlich durch tolle Fotos von ihr. Aber nun wollen wir mal das leckere Essen genießen. Aber Sandra hat nicht gesagt, dass es reserviert hat. Walter hat so oft gefragt. Zwei, drei Stunden später müssen wir das nette Personal und den Utopia Tower verlassen und zum Hotel zurückkehren, wo man uns zu unserem großen Ärger bereits ausgecheckt hat und unsere Zimmerkarten deaktiviert hat. Wir müssen zurück zur Rezeption und dort alles klarstellen und morgen um 5 Uhr wieder raus aus den Federn.